ohne Nacht, ohne Ende Nacht. Ach, was hab ich gemacht, fast ans Grab den Freund gebracht. Ungenannt hielt der Stand jeder Schwierigkeit. Seine Zeit war nur meinem Geschäfte geweiht. Gott, ich habe dich vergangen, jeden Augenblick meines Lebens, aber nun hilf mir, Gott. Ja, weil ich sie von Zeit zu Zeit Museen geben muss. Und dann ist die Band leer, die Wand. Und dann habe ich sie einmal, in einer Nacht habe ich diese Collage gemacht. Denn so ganz leer kann ich das Zimmer ja nicht lassen. Aber jetzt gebe ich sie nicht mehr in Museen. Gestern hast du zum ersten Mal seit 10 Jahren die gesehen? Ja, habe ich zum ersten Mal gesehen. Das war eine gewaltige Überraschung. Ich habe ganz vergessen, was drauf war. War plötzlich wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich kann das gar nicht anders bezeichnen. Und jetzt, wenn ich, vorhin habe ich Frank den Fünften wieder mal abgelost. Hin und wieder höre ich das, dass bei dieser Szene, ist eigentlich meine Lieblingsszene, die Sterbeszene von Böckmann. Ich habe auch nie eine Szene so schnell geschrieben. Ich hatte sie einfach als Hauptszene immer im Kopf. Sie war auch das Erste, was ich geschrieben habe in Frank dem Fünften. So das erste Lied, das entstanden ist. Das heißt, ich habe es umgetextet. Und wenn ich da den Horwitz sehe, hier, wie er singt, er hat das immer gesungen, wenn wir beim Essen waren, hat er das immer gesungen. Es ist Nacht, dunkle Nacht, ohne Ende Nacht. Das konnte ich auch, hat das alle gesungen. Ich erinnere mich noch an diese Szene, die gespielt wurde, an Schröder, der lag im Bett. Raus Böckmann, ein riesiges Kind mit ganz angsterfüllten Augen, sterbend. Und er wusste, dass jetzt seine Freunde kommen. Gott, rette mich von meinen Freunden, wie er da schreit. Und er will beichten. Und sie töten ihn vorher. Und ich erinnere mich an die Giese, an diesen schrecklichen, mütterlichen Ton, den sie dabei hatte, wie sie sagte, komm jetzt, aber es geht, es wohl mit deinen Schmerzen lindern, das geht doch nicht, dieser Giese-Ton, wie sie als Mutter, wie sie väterlich ihn mordete, ihn abspitzte. Und dann zu Horwitz sagte, sing Gottfried, das ist doch eine schöne Stimme, tröste ihn. Und wie dann Horwitz zu singen begann, das war schon für mich eigentlich das größte Bühnenerlebnis, das ich hatte. Warum ist es deine Lieblingsszene? Ja, ich glaube, es ist am meisten von mir drin. Es ist auch, sagen wir mal, die strengste Szene, es ist die Behauptung, dass eigentlich jeder Mensch eben doch anders hätte handeln können. Böckmann behauptet das ja, er will ja beichten, er will sagen, ich hätte anders, es war nicht notwendig, was wir taten. Und dann gleichzeitig ist es von einem grausigen Humor, die ganze Szene. Sie ist meine groteskeste Szene, schon vom Inhalt her, dass man einen Sterbenden tötet, damit er nicht beichten muss, als ein Mord an einem Sterbenden ist an sich. Ich würde sagen, das ist die kürzeste Formel von meiner Weltsicht oder von meiner Weltvision, die ich aufs Theater gebracht habe. Wenn ich diese Wand sehe, habe ich das Gefühl, dein Inneres ist nach außen gestülpt und es vermischt sich jetzt Erinnerungen mit Gegenwart. Du arbeitest mitten im Chaos.
Stört dich das Chaos, das wir jetzt hier gemacht haben? Nein, das ist ja das Merkwürdige. Eigentlich passt das zu mir. Ich weiß nicht, ich bin ja im Grunde ein chaotischer Mensch. Und ich habe das Gefühl, ich sollte das jede Woche, sollte man so ein Chaos hinrichten. Ich habe immer hinrichten gesagt, nein, einrichten oder wieder alles zerschlagen. Ich bin furchtbar wohl plötzlich in diesem Zimmer. Wahrscheinlich war es viel zu sehr in Ordnung. Und jetzt, wenn er die Heisenmäher mit dir lebt, ich habe, wenn sie mal da steht und ich kann auf der Heisenmäher rumgehen, das ist auch ein tolles Gefühl. Ich freue mich, das zu sehen. Und auch diese Apparate und die ganze Atmosphäre. Und ich kann ja auch da arbeiten. Ich konnte heute Morgen ganz gut zeichnen und ich weiß, dass ich auch schreiben kann. Das stört mich überhaupt nicht. Chaos stört mich nicht. Wenn man arbeitet, da bringt man immer sein eigenes Chaos und das Chaos der Welt irgendwie in Ordnung. So, jetzt arbeite ich, aber ich markiere dann nicht. Gottfried, verriegle die Tür. Natürlich. Ich will beichten. Ich will bekennen. Ich will das Riesengewicht der Sünden von meiner Seele wälzen. Verriegelt. Es ist Nacht. Dunkle Nacht. Ohne Ende. Ach, was hab ich gemacht, fast ans Grab den Freund gebracht. Sing, Gottfried, gib ihm Friede, gib ihm Ruhe. Es ist Nacht, tiefe Nacht, ohne Ende.